So, la 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 la. Zum Schluss wieder ein bisschen Wasser. Vorsichtshalber. Denn solange wir kein weiteres Feuerholz haben, wir haben hier noch ein Scheit Feuerholz. Theoretisch sollte man das jetzt auch noch ausnutzen. Ich mache jetzt nochmal Folgendes. Ich equippe nochmal ganz kurz. Ich esse hier nochmal direkt Wolfmeat. Frisch ab Quelle. 1250? Waren das nicht 1500? War wahrscheinlich eine kleinere Portion. So, ich adde das mal to fire. Und koche mal. Und mache dann auch noch ein bisschen Wasser. Durstig sind wir jetzt auch. Kann ich gerade keine Rücksicht drauf nehmen. Wir machen das gleich. So. Okay. Das nutze ich nochmal für Wasser gerade. Sicher ist sicher. Also wenn wir jetzt ein Fleisch verlieren, das wäre nicht mehr so schlimm. Aber wir brauchen auf jeden Fall immer Wasser. So, das wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, aber ich dachte mir... 3, 2, 1... Ah, gut, das hat genau geklappt, Gott sei Dank. So, das hat gerade noch so geklappt. Wir haben jetzt ein bisschen Wolfsfleisch wieder am Start. Okay. Und zwar genau pünktlich. Es ist sehr dunkel gerade geworden. Hier unten war das rohe Fleisch, das packe ich mal hier unten rein. So, wir haben 2 Liter Wasser. Scheiße. Es ist sehr dunkel geworden gerade. Wasser. Ich sollte mir mal angewöhnen, die Laternen mitzunehmen. Hä? Nein. Das Feuerzeug, das Streichholz wird nicht lange halten. Das hält erstaunlich lange, das Streichholz. So, hat zumindest gehalten, bis wir jetzt erfolgreich am Bette sind. 7 Stunden. 4.42 Uhr. Ja doch, ich mach mal 7 Stunden. Denn wir sind schon sehr, sehr erschöpft. Und dann gehen wir jetzt mal schlafen. Alter Schwede, was eine Runde, alter Schwede, was eine Runde. So, 4 Tage, 13 Stunden, die 5 Tage kriegen wir wieder voll. Man glaubt es nicht. Also ich hätte ehrlich gesagt, hätte ich damit nicht gerechnet. Gerade nach dem komischen Anfang hätte ich damit überhaupt nicht gerechnet. Achso, falsche Schublade. So, Wernison. Nehme ich erstmal die beiden Dinger. Ich nehme sogar 3. 20 Kilo wiegen wir gerade. Wegen dem Wasser, ne? Wegen, weil wir hier eine, lalala. Ach, weil wir Wolfmeat noch haben. Die 4 reichen oder 3? Huch, nee, das nehme ich mal mit. Das lasse ich mal hier. Potable, water safe to drink. Das Wasser hat ja nicht so lange gehalten, wenn wir ehrlich sind. So, 1/2 Liter haben wir noch. Dann hauen wir jetzt mal wieder ein bisschen Reh rein. Das Problem ist... Hunting Rifle, 38%, die fliegt uns bald um die Ohren. Einen Schuss haben wir nur noch. Also im Grunde genommen ist es egal. Wenn wir jetzt noch ein paar bisschen Munition finden, das wäre natürlich super. Aber wir müssen das Ding dringend reparieren und dazu müssen wir die Axt theoretisch auch reparieren. Dazu brauchen wir das für Firewood und dazu brauchen wir wiederum die Axt. Es sei denn, wir finden noch irgendwo Feuerholz, aber ehrlich gesagt rechne ich damit nicht. Und ich glaube, wir werden genau in diese Problematik reinstolpern. Gnja. Fleisch kriegen wir notfalls noch beim Jägerhäuschen. Also verhungern sehe ich diesmal nicht das Problem. Vor allen Dingen, da wir die Knarre haben, fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ob das auch Tatsachen entspricht, weiß ich nicht. Das Problem ist natürlich, dass es im Damm extrem dunkel ist. Also,
das hört sich jetzt sehr zweideutig an, das ist da hinten bei diesem Gebäude, da ist es sehr dunkel drin. Und man kann den Wolf so partout, glaube ich, nicht sehen. So, wie immer, also wie letztes Mal, immer ist er relativ. Hey, junger Freund, ich hoffe, es geht dir gut. Hope nobody needs this anymore. Ach, Sardinen, ekelhaft. Yeah, Salty Cracker, 750 Kalorien, sehr gut. Ein Metallcontainer und ein Schneesturm, willst du mich verarschen? Das hört sich zumindest so an. Candy Bar. Looks like this has been here a while. Water Bottle, sehr gut. Hallo? Hier haben wir notfalls noch ein bisschen Fleisch. Ich dachte gerade, das wäre Holz, verdammt. Wie man sich über Holz mehr freut als über irgendwas anderes, man glaubt es gar nicht. Letztes Mal über Essen, diesmal über Holz. So, das Reh können wir nächstes Mal besuchen. Jetzt müssen wir aufpassen am Ladeplatz da vorne. Da war auch ein Wolf. Wir erinnern uns in der, ich glaube in der ersten Folge dieser Session war es, glaube ich. Heieiei. Was ein Wetterchen. Dass man hier das Holz von den Gleisen nicht einfach abforesten kann. Aber dann geht natürlich auch nicht. Erstens ist da lauter Schnee drüber und zweitens stören, glaube ich, die Gleise an sich dann so ein bisschen beim Prozess. Ich frage mich, wie das ist, wenn man im Inventar ist, ob die Zeit dann stehen bleibt. Hier ja eigentlich nicht, ne? 6.37 Uhr? Nee, Quatsch. Man sieht es ja auch. Weil ich würde dann gerne im Damm, Haus, Ding, einfach schnell eine Flare werfen. Dann auf die Knarre wechseln. Und dann gucken, was passiert. Der Wolf hier ist gerade nicht da. Hier haben wir noch ein bisschen Fleisch, falls es hart auf hart kommt. Aber auch erstaunlich wenig Leichen liegen diesmal rum, ne? Unsere üblichen Verdächtigen. Der Klaus, der da drüben auf dem See sitzt. Ich weiß gar nicht, warum mich alle Leute Klaus nennen. Ich habe keine Ahnung. Und, ansonsten haben wir, glaube ich, nur zwei, drei Leichen gefunden. In diesem Run. Na, okay. Geht alles. Eieieiei, ich mach mir ein bisschen... Na, das ist doch nicht wahr. Wir haben eine Patrone. Hätte ich jetzt noch zwei, hätten wir gleich einen Wintervorrat an Wolfsfleisch. Okay, er dreht wieder um. Ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch, ne? Ich sehe den von hier auch gar nicht. Was hat er denn? Psst. 2-1 Risiko. Da hinten ist er. Eieieiei. Notfalls kommen wir hier auch runter und dann kommen wir an den See, also an den Fluss.
Scheiße. Okay. Hunger haben wir auch. Wie viel Hunger haben wir? 1400 Kalorien. Das heißt, wir können uns ruhig mal so ein Ding reinhauen. So, trinken braucht man nicht unbedingt, aber uns ist scheiße kalt. Flare Hunting Rifle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, man kann hier doch noch sehen. Hey. Ich hoffe, der Wolf hat wirklich Angst davor. Boah, Alter. Scheiße. Wie riesig. Okay, welche Turbine muss ich ausschalten, um Ethan Carter zu finden? Oh, nice. Komme ich überhaupt dran? What have we here? So, ich renne hier erstmal ein bisschen ab. Es scheint so, als hätten wir diesmal kein Wolf hier. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. That'll come in handy. Oh, geil. Eine Axt. Geil. Ich danke dir, Fremder. Boah, Sardinen, Igitt. Wir haben eine zweite Axt gefunden. So, und da kommen wir, glaube ich, gleich rein. Da hinten brennt noch unsere andere Flare. Boah, Alter, hör auf, Geräusche zu machen, du Penner. Immer, wenn wir in irgendwelchen kritischen Situationen sind, fängt er an zu gehen oder zu husten. Klar, hier unten ist ein Schokoriegel. Das ist der erste Platz, wo ich den vermuten würde. Boah, ich fühle mich hier gerade sicher, aber ich habe Angst, dass es ein Trugschluss ist. Da hinten sitzt niemand. Aber dort liegt etwas, Gott sei Dank. Ah, und noch ein Messer. Wie gut. Oh, bitte Patronen. I could use this. Patronen, 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 Patronen. Scrap Metal, immerhin.
keine Patrone. Wir haben bis jetzt nur ein Kästchen mit Patronen gefunden. Und das leider auch schon aufgebraucht, bis auf eine einzige. Ah. Holz ist immer gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Wolf doch da ist und unsere ganze Diebestour jetzt quasi für den Arsch ist, weil der uns gleich umlatzt. Ich suche erstmal alles nach dem Wolf ab. Oh, Wasser. Kein Wolf. Aber ein Safe. Und noch eine Flare. Und ein Buch. Und ein Clipboard. Geil. Haben wir alles, was wir brauchen. Und ein... Hope nobody needs this anymore. Ah. Also richtig Reichtümer haben wir jetzt hier nicht. Wenn wir mal ehrlich sind. Safe mache ich gleich. Erstmal nutze ich gerade das Licht aus. So, das Ding hier ist tot. Streichhölzer. Ein Anzündi. Na toll, ein leerer Spind. Nimm dies. Umweltschutz. Nichts. Yeah, mit der Prybar. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt eine benutzt habe. Und leer. Das ist doch wohl ein Hohn, Alter. Das ist doch echt ein Hohn. Alles leer. Wie sich das hier überhaupt nicht lohnt gerade. Na, wieder warme Luft im Schrank. Basic Wintercoat, naja. Insulated Boots, geil. Design for cold weather, das ist schon mal cool. Sewing Kit. Da ist nichts. So, wir sind ein bisschen erschöpft gerade. I wonder if I can drop any of this gear. Ah, okay, okay. Wir, würde ich mal sagen, Hunger haben wir nicht allzu viel. 1600. Ja, ja, ich pack hier schon was los. Irgendwie, ich weiß noch nicht genau was. Wir können auch zum Beispiel ein bisschen was aufessen hier. Candy Bar. Ein Bett gibt es ja natürlich nicht, falls man mal auf Arbeit schlafen will. So, Food and Drink. Eaten wir mal. So. 30,97, das könnten wir hinkriegen. Boah, Sardinen. Ich traue mich überhaupt nicht mehr, Sardinen hier zu essen. Trinken wir mal. Ah, köstlich. So, 30,72. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? 0,1, 0,1. Das wird alles schwierig. Ich guck mal eben. So. Vom Gewicht her, Basic Wintercoat können wir erstmal hier lassen. 2,9. Wir haben ein Quality. Die Insulated Boots. 2,7. Boah, geil. Wir haben momentan... Ne, wir haben momentan die Lederboots, ne? Workboots, genau die. 1,5. Und wir machen jetzt mal die Insulated. Down West, lalalala. Wo sind die Insulated Boots? Hallo? Da. Sehr geil. So, die Lederstiefel können wir auch eigentlich hier erstmal reinpacken. Clothing, Workboots, zack. So, haben wir direkt 5 Kilo. Dann öffne ich mal hier den Safe. Ja, hoffentlich zumindest.
Ganz ruhig, ganz ruhig. Neununddreißig, einundzwanzig. Und jetzt ganz zärtlich, ganz zärtlich. So, jetzt aber.